Hallo, da sind wir wieder, Pippi und Gitte. Wir spielen Elex und sind hier außerhalb von Goliath. Unser Freund Jax hatte schon ein paar Schwierigkeiten hier mit Monstern, die ihm eigentlich etwas zu groß waren. Wir sind hier. Goliath ist da. Die Und hier Feinde ist sind unser rings um Ziel. uns. Wir müssen zu Big Ben. Also etwa da, wo die Pumpe steht. Ich meine eigentlich, Die ist gar nicht in Betrieb. ja, Wir genau. werden sehen müssen, ob uns der freundlich oder unfreundlich gesonnen ist. Da Sag mal, da hinten läuft doch so sehe ein ich Tier ein rum, so ein Vieh. leuchtendes, komisches Tier. Ja. Also der Hornwolf hatte noch einen Totenkopf für unseren kleinen Freund. Und er hat da unglaublich viele Mal Pfeile sehen, ob wir verschossen. so weit schießen können. Ja, Ein Ritter. aber der Ist hält eigentlich nur ein nicht Ritter. still. Der Ritter kann schwimmen. Ja, hin, hier ist er. Wow, 5 Punkte Ja, also Erfahrung. man, Mann, so ein Erfahrung. Kritter bringt richtig was, hä? Ja, das Kämpfen bringt nicht besonders viel Erfahrung. Ich glaube, ja, es gehört dazu, aber die meiste Erfahrung bekommt man vom Abschließen Ja. der Quests oder Also so. wenn es um Erfahrung geht, dann lohnt sich das Bekämpfen von Halt! Viechern. Da läuft die, war doch was. Läuft Da irgendwo? läuft Da was, ja. läuft Ein was. Beißer. Ich will sagen, ein kleiner Beißer, Ja. aber man weiß es halt nicht. Gucken. Kleiner Kleiner. Beißer. Ja, das Schießen geht hier besser als im anderen Spiel hier Ja, mit bei Heinrich und Kindern war seinen. das ja wirklich Da muss man irgendwie immer eigentlich mehr daneben zielen, ja. Glückssache wie können. Aber immerhin Fleisch, das ist doch Ja. nicht unwichtig. Genau. Er ist in Sichtweite. Jetzt sollte ich Speichern. Ich sehe speichern. ihn da sogar schon, er Ja, da steht da. vorne sehe ich Er ihn. tut da was, irgendwas, was auch immer er tut. Bigby, willst du nicht auf ihn Big B. schießen? Nein, ich guck doch nur. Ah. Ich gucke nur, ist gut, wenn der sieht, wie du den Ich habe ja gespeichert, wir auf gehen ihn einfach zielst. hin und sehen mal, ob wir ihn einfach anquatschen können oder ob er zur Waffe greift. Dann sind wir wahrscheinlich sofort tot. Hallo. Hallo, Big B. Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steckt dir dein Sieb so aus sonst wohin? Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ah, das will ich dir auch geraten haben. Also gut, was willst du? Scheint ein Outlaw zu sein, hä? Ja, das ist ein bestimmter Outlaw. Klar, so sieht er auch aus. Also. Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. Na gut, du. Vermutlich noch Und was nicht. machst du denn eigentlich hier? Erzähl doch mal. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Ja. Sie lassen. Warum denn nicht? Bist doch so ein Ja, sympathischer gute Typ von Frage. Sie dir. lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Ach so. Die haben sich halt eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Wartest du auf? Wartest du etwa auf Genau. Ornir? Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Genau. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr?
Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Aha. Na gut. Okay. Dann gehen wir zu Ornir zurück. Ja, ja. Er ist mir ja fast sympathischer als Ornir, muss ich schon mal sagen. Ja. Vorher gucken wir uns mal um, ob wir hier was finden, was des Mitnehmens wert ist. Ja, Bigby sieht wirklich aus, wie man sich so ein Outlaw vorstellt. Und allerdings sieht er auch so aus wie jemand, der mitten aus der australischen Wüste gerade gekommen ist. Ja. Hat gerade mit einem Krokodil gekämpft. Ah. Wein kann man ja gut brauchen für einen Heiltrank. Danke für den Hinweis. Einer, der sich gerade einen Krokodilsnack gegönnt hat. Mit Raupen garniert. Ja. Guck mal, da drüben liegt was. Da drüben liegt was. Metallschrott, nein, nicht übel. Aha. Ich dachte, das wäre eine Waffe, aber... Waffe. Jetzt ist es nur noch Metallschrott. So, der hilft uns bei unserem Auftrag nicht weiter. So ein Dauerregen. Ja, hier regnet es wohl immer. Ist auch schön grün. So, mal gucken, ob wir unten noch welche Feinde sehen. Oder ob wir es einigermaßen ohne Zwischenfälle nach Hause schaffen. Da hinten ist eine Ruine. Wollen wir uns die noch angucken? Ja, wenn wir schon hier sind. Aber probieren. Du musst speichern. Also bevor du ja irgendwelche Wenn die großen, dicken Monster da sind, dann müssen wir eben die Beine in die Hand nehmen. Ja, so schnell kannst du gar nicht laufen, wie die laufen können. Und wenn du fliegst, fliegst du den komischerweise immer auf den Kopf oder so. Oder kurz neben das Maul. Da landest du dann. So, wo war denn das? Das war doch irgendwo. Nee. Hier. Ach, direkt das ist nur vor so eine, der Nase. Da weißt du, da drin wohnt. Vielleicht ein kleiner Beißer. So ein ist kleines gefährliches Untier. Nee, das ist nur ein Stein. Nur ein Stein. Metallschrott. Metallschrott. Wir müssen sammeln. Sieht aus wie ein Kreuz, ne? Da auf diesem Stein. Schön. Ist aber nur Zufall. Nehme ich an. Aha. Ach, sieht alles aus wie Kreuz. Ich sollte mir besser ein Ohr freimachen, dann höre ich dich besser. Ja, sieht aus wie Kreuze, weißt du, hier, ne? Ja, natürlich, klar, dass es ein alter Zaun ist und so. Ja. Aber mutierte zum Kreuz. Diese. So als Mahnmal. Verrottete Stahlarmierung. So, aber viel mehr scheint es hier nicht zu geben. Nö. Ach, das sind mehrere stillgelegte Pumpen. Klar. Klar. Eine Pumpe sieht man selten allein. Halt, was war das? Hammer. Na, Elektroschrott. Wow. Großer Mannertrank. Mann, da wäre ich jetzt beinahe vorbeigelaufen. Ja. Hä? Was ist das da drüben? Sieht aus wie eine Leiche. Aber ist ein es noch Hornwolf. Nicht? Ein Hornwolf. Oh, willst du ihn wirklich aufwecken? Da muss ich mir eine erhöhte Position suchen. Ja, du kannst ja hier hochfliegen. Wo er nicht hinkommt. Da kannst du da rauffliegen. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Ja. Da ist er. Ich meine, er wird ja wohl nicht fliegen können. Ich meine, au. Au. Der kann spucken. Uiuiui. Hast du das gewusst? Nee. Jetzt weißt du es. Erstmal war es, bevor der hier kommt und dich weiterhin anschaut. Da ist er schon, jetzt bist du gleich tot. Oh, das war ein Zufall. Das kommt davon. Ende. Auch nee. Hattest du gespeichert?
Ich hatte dich darum gebeten, aber ich glaube, du hast auch gespeichert, oder? Wir werden gleich sehen, wann ich gespeichert habe. Ach, hier. Na eben. Ich weiß ja nicht, was du noch nicht... Also, der spuckt. Ja. Und das tut richtig weh. Das tut verdammt weh. Und also, wenn du so wenig Leben hast, dann kannst du das vergessen. Weck ihn nicht auf, kann ich da jetzt nur sagen. Ich werde ihn nicht wecken. Hierhin? Nö, gehen wir hier unten hin. So. Mit dem lege ich mich nicht an. Der ist mir zu unfreundlich. So. Ja, genau. Mit Druck reden wir auch nicht mehr. Irgendwann kannst du ihn vielleicht. Mit dem rede ich nicht mehr. Wirklich, aber einen richtig gewaltigen. Dann reden wir wieder mit ihm, aber vorher, hinterher dann nicht mehr. Der Blödi. War der hier oder war der eins höher? Da ist er, nee. Oder ja, ist er das? Da doch, ist er. Der läuft geht gerade weg, ja. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Klar. Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Warum hast du es überhaupt gemacht, du? Tja, wegen des Outlaws. Ja? Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Aha. Hm. Nee, das kann also nicht sagen. Notieren. Handwerk 3 oder was? Ja, wo ist mein Zettel? Ja, hier. Also, Ornia braucht Handwerk 3. Suggestion. Also Suggestion scheint wirklich wichtig zu sein. Ja, ist das ja auch. Oder 300 Splitter, aber die kriegt dann nicht. Natürlich nicht, warum denn? Nö. Warum sollen wir uns da einmischen im Grunde? Kann es doch wurscht sein. Das ist aber alles, du kannst nichts machen weiter. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Im Moment jedenfalls nicht. Ja, ja, das war jetzt vorhin gerade richtig nett. Mit dem netten kleinen Hornwolf. Und so viel dazu, dass man sich eine erhöhte Position sucht und dann runterschießt und den einfach abballert. In aller Gemütsruhe. Ja, mit einem Raptor geht das. Der spuckt nicht. Die sind da hilflos. Na, jetzt wissen wir auf jeden Fall, merken wir uns mal. Hornwölfe spucken. Ausgesetzt, aber Hornwölfe sollte man so nicht behaken. Ja, ist ja wirklich dann, gemein. Dann haben wir ja noch 10 Punkte. Mhm. Die sollte man vielleicht sinnvoll anwenden, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was hast du dir vorgestellt? Mal sehen. Für Nahkampfwaffen bräuchte man 15 noch. Hier auch. Hier bräuchte man 10 für Fernkampfwaffen. Aber wenn das geht, dann geht's sowieso. Da müssen wir nicht so richtig böse was investieren. Tiertrophäen ist vielleicht nicht schlecht. Um Geld zu verdienen. Ja. Ja. Zum Geld verdienen. Ja. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. So rüber geht das. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, das ist das relativ billig. Mhm. Das ist einmal Handwerk und einmal Überleben. Müssen wir mal gucken, wer Überleben macht. Ach, Überleben haben wir jetzt einige wissen gesehen. Wir ja. Ja. Aber das müsste auch auf der Karte zu finden sein, Überleben, oder? Also Lehrer. Wo bitte laufe ich jetzt lang? Ich habe mich verlaufen. Überleben ist doch ein eigenes Gebiet, ne? Also wie Handwerk und so. Ja. So ein Übergebiet. Ja. Solche Gesetze. So, der war irgendwo hier hinter der Kneipe. Ja,
der Lehrer. Halt, so, hier geht's. Ich glaube, wir haben sogar zwei Lehrer schon entdeckt. So laut. Was ist laut? Noch irgendwas. Der war das irgendwo nicht so laut hier aus, hinten, aber stand der rum. Naja. Hier oben, nee, hier oben, glaube ich, war Joran. Ha? Guck doch auf die Karte. Sind da nicht die Lehrer drauf? Das ist eine Idee, aber das ist doch unsportlich, oder? Ja. So. Na. Es ist manchmal nicht so leicht, die zu treffen. Handwerk. Alrik, Handwerkslehrer. Den haben wir ja schon. Was denn? Ich dachte, Überleben wäre ein eigenes Gebiet. Ja, wir brauchen Handwerk und Überleben. Ach so, ja, dann kommen wir erstmal zu Alrik. Was jetzt so ist im Sinne. Ich habe ein bisschen auf Alrik geschaut. Nee, das ist ein Werker. 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 Der ist im Haus drin, ne? Kann sein. Beeilen, bevor Angrim die ganzen Leute rausschmeißt aus dem Ort. Stimmt's. Hier ist keiner. Dann liegt keiner. Jemand auf dem Bett. Oder wollen wir jetzt nicht? Karte. Der ist. Ich bin hier. Der ist genau nördlich von uns. Ja. Und was ist genau nördlich von uns? Ja. Die Kneipe. Oder das Haus hier. Naja, vielleicht liegt der Alrik drin im Bett. War da was? Vielleicht ist das Alrik da. Ich beobachte dich. Ja, da ist er. Bring mir was bei. Etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken. Ist billig. Jawohl. Gut. Danke. Tschüss. So, und jetzt brauchen wir noch einen Überlebenslehrer. Ja. Kormak ist Kampf. Der ist oben, ja. Überleben. Ja. Hakon. Hakon, der ist da hinten über die Brücke. Ach, Born auch. Die sind aber beide in der Gegend. Ja. Haben wir da ein Ding? Teleporter? Nee. Gut. Nee. Muss er halt laufen. Müssen wir laufen. Gibt Schlimmeres. Sieht schon wieder aus, als ob es gleich Abend wird. Ja, das sieht schon relativ abendmäßig aus. Ach, das mit der Ausdauer ist ein echtes Problem, Emma. Und wie bekommst du hier mehr Ausdauer? Keine Ahnung. Aha. Warum frage ich dich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Aufleveln geht. Wahrscheinlich. So, ich glaube, ich schlafe jetzt schon wieder, wenn bis wir so weit sind. Eieiei. Sollten wir jetzt auch ein Bett suchen? Born Est. Warum setze ich mir hier keinen Marker? Wäre zu einfach. Ich stehe auch direkt vor seiner Hütte. Ja, vielleicht schläft er schon. Ja, die schlafen nur. Hallo? Ist da wer? Ja, Born. Bring mir was bei. Alles klar. Tiertrophäen. Habe ich gerade gesehen. Da oben sind sie. Zwei davon. Ja. Gut. Oh. Jetzt hast du keins mehr, ne? Wir haben keine Lernpunkte mehr. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum du da noch einen Lernpunkt vergeben wolltest. Wenn du nur einen hattest, aber ich dachte, du kennst einen speziellen Trick. Ist da wer? Ja, da ist jemand. Hier ist jemand, wird jetzt schlafen gehen. Genau, wir gehen jetzt schlafen. Immerhin wissen wir jetzt, wo Born wohnt. Wo er sein Bett hat, könnte man hier auch sagen. Wir können ja, wenn wir schon hier sind, kurz mal am Werktisch vorbeigucken. Ja. Ja, hier ist
nichts trinke. Was braucht man denn für einen kleinen Elex-Trank? Das ist ein kleiner Heiltrank, ist das, oder? Das ist ein kleiner Heiltrank. Ich will kein. Ich dachte, kleiner Elex-Trank. Es gab, gibt, glaube ich, nur einen Trank von Elex. Doch, hier steht kleiner. Haben wir noch nicht gefunden. Wir haben keinen kleinen Elex-Trank. Das ist nicht in Ordnung. Wofür willst du ihn haben? Hm? Was macht der denn? Ach, der gibt Attributspunkte. Der bringt 2 Attributspunkte. Also der hier. Der Elex-Trank, ja. Ja, genau. Und dafür und der brauchst du einen kleinen. Elex-Trank, der bringt einen Lernpunkt. Mhm. Ach, deswegen wolltest du hier gucken? Ja. Das kannst du auch gerne erzählen. Ich wundere mich immer nur, warum. Ach, ich glaube, ich gucke da mal vorbei. Ja, aber wir haben keinen kleinen Elex-Trank. Ja. Ach so, halt, den haben wir nicht. Eine. Toll. Ja, immerhin. Fängt schließlich klein immerhin an. Immerhin haben wir jetzt 24 Heiltränke, 2 mehr. Gut so. Du kannst ja dein Bett aufsuchen. Ich suche gerade die richtige Treppe. Das ist ganz schön duster hier. Ja. Hier noch. Ach, wo bin ich denn jetzt wieder? Da ist es doch. Ich bin korrekt. In ja. Und hier kann man sehen, du schläfst ich dachte, so lange. Ich wäre falsch gelaufen. Mal, was hast du jetzt gesagt, wie lange du schlafen willst? Bis zum nächsten Tag oder was? Bis zum nächsten Morgen, habe ich gesagt. Morgen, gut. Ja, das war genau das Bett, wo ich hin wollte. Ich muss dir mal eine Taschenuhr zulegen. Aber meinst du, es gibt noch sowas? Ah, ich fürchte, das ist zu viel Technik, damit darf man sich hier nicht erwischen lassen. Ich meine, wozu hat immer man die Sonne? Ja genau, hier gehen sie immer nach dem Licht. Ach so, wir können ja mal Ragnar fragen, ob er eine Taschenuhr hat. Ob er was Neues hat. Ach so. Ja. Wie spät es ist. Was meine Unterstützung angeht. Ach, du willst mal wissen, wie. Oh. Oh ja, kann man ja mal fragen. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör ich in der Stadt um. Gleiche. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Okay. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Aha. Mhm. Gut. Wo hält sich der auf? Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Du musst ja aus dem Jungs jetzt raus. Mal gucken, was Duras so sagt. Wir müssen, auf jeden Fall können wir nicht ohne Begleiter raus. Nee, das, haben wir ja grad festgestellt. Das könnte sich ganz gut treffen. Moment, mal gucken. Hör auf damit! Ach, halt die Klappe. Ja, na gut, das ist klar. Big B, ja. Irdor aufsuchen. Hier war das. Irdor, ja. Hier,
Da müssen wir sowieso zu Erdor. Und das ist genau das. Wir müssen ja erst für... Was denn? Die Leute befragen. Ja, genau. Damit er mitkommt. Und die sind von, bevor also wir die nicht befragt haben, kommt er ja nicht mit. Ja gut, okay, sind die Leute jetzt hier in der Stadt oder wo sind die? Da müssen wir mal gucken, wo die sind. Wir aktivieren es mal und gucken auf der Karte. Mhm. Ah, sieht so aus, als ob die alle nicht hier raus sind. Rauszoomen. Die sind alle nicht hier. Die sind ganz weit weg, hier oben im Norden. Na gut. Das ist der nächste. Okay. Barin. Aber das ist auch außerhalb von Goliath. Erdor, die sind alle außerhalb. Na ja, gut, das wissen wir. Dann machen wir erstmal die Südrunde. Ha? Ja gut, und wolltest du was mitnehmen oder wolltest du allein? Wir können ihn nicht mitnehmen. Ach, wir müssen diese Leute hier erst alle fünf befragen, dann kommt er mit. Ah, gut. Hat er doch gesagt. Meinst du? Na gut. Hat er gesagt, ja, habe ich nicht gehört, aber das wäre mit ihm. Kannst du ja mal mit ihm sprechen. Einfach. Ja. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ja, und? Mehr ist nicht mehr. Er hat uns gesagt, wir haben es ja auch im Questlog, wir müssen diese fünf Leute befragen. Ja, vorher kommt er nicht mit. Na gut. Da können wir leider nichts machen. Das wäre bestimmt einfacher. Ja, na, hier können wir auf jeden Fall schon mal hinspringen und uns dann mehr oder weniger Richtung Westen halten. Na gut, von mir aus. Auf jeden Fall sollten wir unsere schnellen Schuhe anziehen. Haben wir schnelle Schuhe? Ich fürchte nicht. Das ist aber Pech. Ich würde sagen, geflügelte Schuhe wären hier fast noch besser. Ja. Hermes, der Götterbote. Aber leider bist du kein Götterbote. Es gibt hier ja auch keinen Gott. Ja, auch eine Treibstoffladung für den Jetpack, der so 5 Minuten reicht, würde ja schon reichen, ja. Ne? Guck mal, ist das so aber schön. Aber wir sind bescheiden. 2 bis 3 Minuten würde auch schon reichen. Mhm. Immer schön gucken. Was ist das? Ach so, das ist der Teleporter. Und das hier, violett, müsste meine Markierung sein, ne? Wahrscheinlich. Kontrolle. Ich glaube, dass deine Markierung immer violett ist. Also, meine Markierung ist im Südwesten. Ja, und was ist das für eine Markierung? Worauf deutet die hin? Und auf die den hier, ersten? Ja, ist Südwest. Ja, und? Guck mal, wenn hier Norden ist, oben, dann ist das Südwest. Also ist das hier meine Markierung. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie wir da am besten hinkommen. Rechts rum, links rum. Muss ich nur einfach entscheiden und dann sehen wir es. Ich meine, was anderes kannst du ja sowieso nicht machen. Nee. Und worauf zeigt diese Markierung? Auf irgendeinen von den Typen, der am nächsten ist? Ja. Ich habe die Markierung einfach auf den nächsten gesetzt. Genau. Okay. Naja, ich denke, mit der Zeit wirst du auch immer neue Teleporter noch finden und dann ist es sowieso schneller. Das wäre ja nicht schlecht, aber ich nehme an, die sind nur bei bestimmten Stellen wie Weltenherzen oder irgendwelchen Siedlungen oder sowas. Ja. Da unten bei den Pumpen habe ich ja auch keinen Teleporter gesehen. Nee, ist ja auch nicht weit genug. Ich glaube, es sind noch einigermaßen Abstände, die sie da einhaben. Bringt ja sonst nichts. Oh, das ist irgendwelche wichtigen Orte sind. Ja, waren wir ja vor kurzem schon. Das ist doch. Na klar, hier waren wir. Sieht gut aus. Das sieht aus wie Pilze mit einem. Ja, das sind offensichtlich Pilze. Der Pilz hat Hörner. Hat Hörner, guck. Mächtige Heilpflanze ist da. Die muss mit, die ist nachgewachsen. Hier kann man es besser sehen bei dem hier. Guck mal, der hat einen richtigen Stängel. Das müssen Pilze sein. Tja. Sind auf jeden Fall alle mutiert. Alle unbekannte Pflanzen. Fast alle.
Der Platschmund war sah so, aus wie wir müssen so hier lang. In der heutigen Zeit. Nur größer. Oh. Gucken, immer schön gucken. Oh, da hinten ist eine kaputte. Eine Brücke? Kaputte Brücke? Naja, mehr oder weniger kaputt. Die scheint ja zumindest notdürftig. Da ist ein Feind, pass auf. Das, das sieht aus wie ein großer Hornwolf. So ein dämlicher Hornwolf. Ja. Du musst versuchen, die irgendwie zu umgehen. Aber die auch ja, ist ein Hornwolf. Ja. Ach, ich glaube, wenn auf den Schießen. Den müssen wir wohl weiträumig umlaufen, hä? Den kannst du nicht umlaufen, der hat dich ja spät. Ach, du hast dich jetzt gekugelt. Mach das nicht immer. Das könnte sehr gefährlich werden, Purzelbaum aus der Freude und Glück zu schlagen, während ein Hornwolf attackiere läuft, rennt, reitet. Wir müssen eher in wo ist er hin? Der ist immer noch da, der spielt also vielleicht auch die nur. Andere Seite. Du, wir vielleicht wollte er auch einen Purzelbaum schlagen. Auf die andere Seite rüber. Flieg. Kannst du nicht. Die Bäume eigentlich noch ein bisschen kahl. Aufs Kraut. So, jetzt bin ich etwas aus der Richtung, aber... Wolltest du nicht über die Brücke? Da ist doch der Hornwolf, deswegen bin ich doch hier außen rum. Ja, das meine ich doch, weil jetzt bist du ein bisschen außer. Aber über die Brücke wolltest du doch auf jeden Fall. Das meine ich damit. Ach so, auf diese Seite ja, vom Fluss. Ja, genau. Das meinst du. Auf die andere Seite hätte ich auch sagen können. Guck, da ist Elex oder irgendwas. Elexid ja. Nein, ist nicht. Was ist das denn? Doch, ist es. Kleiner Elex-Trank. Haben wir nicht gerade vor kurzem über einen kleinen Elex-Trank gesprochen? Was ist das? Das sind mindestens zwei. Kannst du nicht erstmal speichern, dass du den Elex-Trank hast? Mit dem Elex-Trank konnten wir doch das eine Getränk machen. Ja, ja. Die Attributspunkte holen. Okay, speichern. Du hast ihn aber noch gar nicht mitgenommen. Da liegt ja noch, oder? Hier sind mehrere, aber ich sehe sie gar nicht. Wer, was oder wo seid ihr? Ich hab Schiss. Na klar hast du Schiss, aber es bringt jetzt auch nichts, da rumzustehen. Nö. Und ewig zu warten. Also einmal ist unsere Richtung nach da lang. Hier, da hinten sind Horn, die kämpfen. Das eine ist ein großer Hornwolf. Aber die sind zu weit weg, ich kann sie nicht erkennen. Hol dir das erstmal, was der ist. Ja, hol. Die Sachen, die da sind, hast du noch gar nicht geholt. Ach so, Mann. Ja, ich vergesse ganz gern genauso wie bei allen Piranha-Spielen, dass man die Waffe weglegen muss, weil man sonst nichts mitnehmen kann. Ach so, guck mal, der hat sogar sein Klopapier mitgebracht. Wollen wir ein bisschen ein kleines Nickerchen machen? Ich glaube, dass sie keine fressen, die schlafen. Ich glaube, die sind so fair, oder? Irre ich mich da? Wäre ich nicht ganz so sicher. Auf die andere Seite musst du jetzt nicht um ihn rüber. Sei froh, dass er noch da ist. Hornwolf. Mann, hier wimmelt's ja vor lauter Hornwölfen. Ja, später lachst du mal über die Hornwölfe. Weg hier. Weg, 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 weg. So, in die Richtung, leicht nach rechts. Irgendwas hier? Nein. Sehe nichts. Achso, wenn du da drauf zielst, dann kannst du auch sehen, was es ist. Ne? Dann ist das sowas so wie. Das ist ganz gut. Ein Fernrohr. Was machst du denn? Umdrehen. Ich habe einen Hornwolf gesehen. Ist es ein kleiner oder ein großer? Weil die kleinen schafft die ja schon. Halt. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Ja, er war im Wasser. Wahrscheinlich ist er genau unter uns oder ist hinter dir. Es kann natürlich auch sein, dass er inzwischen da ist. Ich glaube es allerdings nicht. Wir müssen in Richtung Wasserfall. Wahrscheinlich ist er, kannst du ihn von hier aus gar nicht sehen. Links am Wasserfall vorbei. Wo war der? Der war gerade
Da ist er. Doch, es ist ein wütender Hornwolf. Oh, ja, das auch noch. Wo bist du jetzt hin? Auf die Seite, wo er ist, ja. Nichts wie weg hier. Das ist Barin. Barin, ja, wir haben unser Ziel gefunden. Ist er tot? Hey. Nichts zu tun? Was? Nee, ach so, hat jemand nach mir gefragt? Warum gammelst du hier draußen herum? Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Oh, Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher ein Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Einer von den ganz Fleißigen, hä? Ja. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner. Weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Tja, komisch irgendwie, ne? Ja, das ist äußerst merkwürdig mit dem Thorald. Ja, keiner weiß, was genau er macht und wo er ist. Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Das weiß keiner so genau. Er soll wohl auch geheim bleiben, vor allem vor den Alps. Ich meine, er experimentiert mit Mana und Elex herum. Wer weiß, was er dabei herausfindet. Vielleicht schafft er es ja dadurch, den Alps wenigstens ihre magischen Kräfte zu rauben. Dann wären sie zwar immer noch sehr stark, aber eben nicht mehr so ganz. Der kleine Raptor da hinten macht mich ein bisschen nervös. Ist ein Raptor? Ist es nicht ein kleiner Beißer? So, jetzt fahren wir mal nach Asko. Ah ja. Ich nehme an, wir werden es noch rausfinden. Ja. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sich später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Tja, wir Sie fangen ja auch Fragen erst stellen. Mal an. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Ja. Aha, aber er scheint hauptsächlich ein Bogenschütze zu sein. Ich sehe gar kein Schwert bei ihm. Kannst du durchfragen, wirst du es vielleicht heraus? Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Und? Und was heißt das jetzt?
dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Süßer. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber... egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Ja, leck mich doch. Echt, Alter. Na ja, wo er sich doch so anstrengt. Pass mal auf, da sind ein paar Viecher, aber die scheinen ihn nicht zu stören. Und ich schätze, er überlebt die alle. Nö. Und das wünsche ich ihm auch erstmal, nämlich sehr sympathisch. Der macht einmal Rums und weg sind ja, sie. Und wir machen jetzt Schluss, nämlich. Und das sieht alles sehr interessant aus hier in der Gegend. Hast du gehört, dass wir jetzt Schluss machen müssen? Ist schon ziemlich spät. Oh ja, Mann, sind wir ja schon wieder weit drüber. Genau, bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann, tschüss. Ciao.